Noch vor ihrer Reise nach Königsberg hatte das Monarchenpaar um die verschiedenen Meinungen gestritten. Als Luise nun wieder etwas zu Kräften gekommen war, erfuhr sie von der unwürdigen Verabschiedung des reformentschlossenen Ministers Stein. Auch Hardenberg blieb vom König ungerufen und ging. Luise war machtlos. Dabei rückten die Franzosen immer weiter, auch gegen Königsberg vor, und die russischen Truppen zogen sich zunächst aus unerklärlichen Gründen einfach nach Norden zurück. Die Verantwortung dafür trug der Oberbefehlshaber Graf Kamenskor, bei dem man erst nach einigen Tagen feststellte, dass er wahnsinnig geworden war. Man ersetzte ihn durch General Benningsen. Luise jedenfalls, die bettlägerig war, musste im Januar 1807 bei Schnee und Eis wieder fliehen. Anfang Mai 1807 hatte Friedrich Wilhelm ein erneutes Treffen mit dem Zaren, das ihn auf eine bestimmte Art mutig machte. Er schickte an Luise ein eigenartiges Geschenk, seinen abgeschnittenen Zopf. Luise war erfreut und erwiderte, dass man vor 2 Jahren in Preußen nicht daran zu denken gewagt hätte, eine solche Änderung der Haartracht vorzunehmen. Sie habe, schreibt sie, bis zu Tränen gelacht über das Zöpfchen, und es soll unangetastet aufbewahrt bleiben bis an der Weltende. Ich muss dir noch sagen, dass das Geschenk deines Zopfes mir wirklich Vergnügen gemacht hat, denn ich wünschte diese Toilettenveränderung längst, und im Kriege ist alles, was die Toilettenbedürfnisse vereinfachen kann, wirklich gut. Napoleon wollte den Zaren in Tilsit ohne Mittelsmänner treffen. Friedrich Wilhelm, der Alexander dennoch begleitete, hoffte, bei Napoleon auch die Interessen Preußens zur Sprache bringen zu können. Er musste jedoch harte und deprimierende Erfahrungen sammeln. Der französische Kaiser übersah ihn einfach. Dabei konnte man Napoleon nicht unbedingt Unhöflichkeit nachsagen. Gelegentlich erkundigte er sich sogar nach der Königin von Preußen und trank auf ihr Wohl. Die Männer um Friedrich Wilhelm ergriffen diesen Strohhalm und regten an, man möge die Königin nach Tilsit kommen lassen, damit sie vielleicht etwas bei Napoleon erreiche.